Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Wolfgang Klafki Medien in seiner kritisch-konstruktiven Didaktik beschreibt. Für Wolfgang Klafki bezieht sich in Bezug zur Diskussion über Medien bzw. Unterrichtsmedien auf die Berliner Didaktik, vor allem auf Heimann. Dabei werden Medien als Bestimmungsfaktor des Unterrichts gesehen und so in den Blick der Didaktik gerückt. Er betont dabei, dass Medien für Lernende unterschiedliche Ziel-Inhaltsperspektiven eröffnen können. Jedoch, und dabei übt er Kritik, werden sie häufig nur als Hilfsmittel verstanden. Medien bedeuten für Klafki, dass neue methodische Möglichkeiten eröffnet werden hinsichtlich des Lehrens und Lernens. Sie sind für ihn auch gleichzeitig Ziel- und Thementräger. Das bedeutet, dass Medien selbst gewisse Ziele und Themen bzw. Perspektiven mit sich tragen und damit diese Ziele und Perspektiven ein- und andere dafür ausschließen. Beispielsweise kann ein Modell eines biologischen Phänomens etwas anderes zur Anschauung wie ein Film oder eine Dia-Reihe desselben Phänomens beitragen. Ein weiteres Beispiel ist, dass ein Rollenspiel eine Schüler-Lehrer-Beziehung anders thematisiert als eine Fallanalyse. Durch die verschiedenen Beispiele wird jedoch klar, dass Klafki keinen bestimmten bzw. klaren Medienbegriff hat. Es ist jedoch deutlich, dass Klafki den ein- bzw. ausgrenzenden Charakter in seine Beschreibung von Ziel- bzw. Perspektiveneigenschaften der Medien aufnimmt und dass dieser auch zu berücksichtigen ist. Klafki beschreibt Medien als Möglichkeit, neue Perspektiven im Unterricht einzubringen. Dabei sind besonders das Ziel und der Inhalt des geplanten Unterrichts mit dem gewählten Medium abzustimmen. Klafki bezieht sich in seiner Diskussion über Medien im Unterricht auf die Berliner Didaktik, im Besonderen auf das Konzept von Heimann. Er betont weiter, dass Medien nicht als bloße Hilfsmittel im Unterricht eingesetzt werden sollen. Zusammenfassend verdeutlicht Wolfgang Klafki in seiner Konzeption der kritisch-konstruktiven Didaktik, dass Medien nicht nur Hilfsmittel im Unterricht sind. Medien sind für ihn eine Möglichkeit, Ziele und Inhalte sowie Perspektiven darauf verschieden darzustellen. Mit einer gewissen Darstellung, das heißt mit einem Video statt mit einem Bild, wird das gleiche Phänomen anders wahrgenommen, was auch in der didaktischen Konzeption des Unterrichts bzw. mit den Zielen und Inhalten des Unterrichts berücksichtigt werden muss.